Manifestiere dir Fülle und Reichtum. Willkommen zu Tag 14. Herzlichen Glückwunsch. Heute absolvieren wir die zweite Woche der 21-tägigen Meditationsherausforderung des Chopra Centers. Und du bist auf dem besten Weg, die Fülle anzuziehen, die auf dich wartet. In der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Thema Fülle befasst, wie sie sich auf die 7 spirituellen Erfolgsgesetze bezieht. Nun werden wir überlegen, wie das Gesetz des Dharma den größten Einfluss auf deine Fähigkeit hat, deine tiefsten Wünsche zu erfüllen. Der erste Teil besteht darin, dein wahres Selbst zu erkennen und zu entdecken. Der zweite und dritte Teil sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sollen unsere einzigartigen Talente ausdrücken und diese Gaben mit anderen teilen, um ihnen und dir Glück zu bringen. Erforsche alles, was dein Herz zum Singen bringt. Was dir ermöglicht, ein Leben zu führen und nicht nur deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Frage dich, wie kann ich helfen? Wie kann ich dienen? Deine Gaben und deinen Dienst anderen gegenüber auszudrücken, ist der höchste Ausdruck des Gesetzes des Dharma. Wenn deine kreativen Ausdrücke den Bedürfnissen deiner Mitmenschen entsprechen, fließt Fülle mühelos in vollkommener, göttlicher Ordnung in dein Leben. Du kannst das Gesetz des Dharma heute in die Praxis umsetzen, indem du einfach auf den Geist achtest, der in dir wohnt. Erkenne deine einzigartigen Talente bewusst an und frage dich, wie du die Gaben am besten nutzen kannst, um der Welt zu dienen. Während wir uns auf die Meditation vorbereiten, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns auf den heutigen zentrierenden Gedanken zu fokussieren. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann. Lass uns jetzt beginnen. Finde eine bequeme Position. Lege deine Hände sanft in den Schoß und schließe deine Augen. In diesem Moment geh nach innen. Zu diesem Ort der inneren Ruhe, wo wir unsere Verbindung zum höheren Selbst erfahren.
Lass alle Gedanken los und beginne dein Ein- und Ausatmen zu beobachten. Mit jedem Ein- und Ausatmen erlaube dir, dich entspannter, wohler und gelassener zu fühlen. Führe das heutige Sanskrit-Mantra, das Gesetz des Gebens, jetzt sanft ein. Wiederhole es mental und erlaube dir, es mühelos fließen zu lassen. Om Varunam Namah. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Om Varunam Namah. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Om Varunam Namah. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Wann immer du von Gedanken, Empfindungen in deinem Körper oder Geräuschen in der Umgebung abgelenkt wirst, lenke deine Aufmerksamkeit einfach darauf, das Mantra mental zu wiederholen. Om Varunam Namah. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Setze bitte deine Meditation jetzt fort. Ich werde dich an die Zeit erinnern. Am Ende wirst du den sanften Satz hören, um dir anzuzeigen, es ist Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Om Varunam Namah. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz.
Onam Nama. Mein Leben ist im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Es ist Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Bitte bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper zurück. Nimm dir einen Moment Zeit, dich auszuruhen. Atme langsam und tief ein und aus. Und wenn du dich bereit fühlst, öffne sanft deine Augen. Während du deinen Tag fortsetzt, nimm das Gefühl von Fülle für dich mit. Und erinnere dich an den zentrierenden Gedanken. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann. Es gibt einen Weg, wie ich meinen wahren Lebenszweck erfüllen kann.